sind heute auf dem Mitternachtslauf im schönen Heuchelheim und es ist richtig gute Stimmung. Viele Leute sind da, es ist einfach nur toll. Auf jeden Fall ist hier immer Riesenparty, weil die Läufer haben Riesenspaß und die Anwohner auch. 3, 2, 1 und ab geht die Post. Los! Der Mitternachtslauf ist mittlerweile für die Gemeinde Heuchelheim ein wirklich fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders. Und dafür spricht, dass 198 Läufer und Läuferinnen zum mitternächtlichen Hauptlauf an den Start gingen. Es ist nicht zu kalt, es ist an sich zum Laufen optimale Temperatur. Es ist Stimmung hier auf der Strecke. Und diese tolle Stimmung war auch Garant dafür, dass die Mitternachtsläufer und Läuferinnen zu Hochform aufliefen. Zwar konnte der Streckenrekord von 31 Minuten 45 nicht geknackt werden, aber dafür gab es eine kleine Sensation mit dem Sieger, dessen Namen man sich für die Zukunft merken sollte. Marcel Groß, heute bist du der absolut Größte. Eine tolle Endzeit, 32 Minuten. Zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Mein erster 10-Kilometer-Lauf. Zufrieden, ja. Ja, aus diesem Grunde hatte ich dich überhaupt nicht auf der Liste. Hier läuft jetzt der Drittplatzierte ein. Dein erster Zehner, was hast du vorher gemacht? Eigentlich praktisch nur so zum Spaß gelaufen. Also, einfach just for fun? Meine Taktik war im Prinzip einfach irgendwie als erster ins Ziel zu kommen. Ich habe mir keine große Taktik zurechtgelegt, weil wie gesagt, mein erster Wettkampf, mein erster offizieller 10-Kilometer-Lauf. Ich bin relativ unbefangen an die Sache rangegangen und habe das einfach auf mich zukommen lassen.